Mal nur kurz gezeigt, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, oder anders gesagt, Random Forests. Warum brauchen wir das? Warum machen wir das? Was soll das Ganze überhaupt? Ja, und was hat das mit Machine Learning zu tun? Wer es wissen will, dranbleiben. Wir wissen, eines der Nachteile von Decision Trees ist, dass diese extrem stark zu Overfitting neigen. Und eine Möglichkeit, um das zu vermeiden eben, ist Random Forest zu verwenden. Also wir verwenden nicht nur einen einzelnen Baum, sondern einen ganzen Wald und machen dann auf Basis dieses Waldes eine entsprechende Entscheidung. So, wie funktioniert das Ganze? Wenn wir wieder bei unserem Beispieldatensatz bleiben, den wir vorher hatten aus dem IT3-Algorithmus, dann verwenden wir bei Random Forests nicht den gesamten Datensatz, denn dann würde sich dieser Baum ja perfekt an diesen Datensatz gewöhnen sozusagen, sondern wir verwenden nur Ausschnitte. Zufällige Spalten werden weggelassen, zufällige Zeilen werden weggelassen. Und was aber immer dabei sein muss, ist das Label natürlich. Und jetzt haben wir dann mehrere Datensätze und wir bauen für jeden diesen Datensatz sozusagen einen eigenen Baum nach den Regeln, wie wir sie ja hatten. Und wenn wir das hierzu gemacht haben, dann bekommen wir sozusagen nicht einen großen Baum, sondern viele kleinere Bäume. Diese kleineren Bäume sind nur mit einem Teil des Datensatzes trainiert worden und haben daher einen Nachteil, nämlich dass sie nicht das ganze Wissen haben, aber dafür generalisieren diese jetzt besser. Und was machen wir jetzt mit diesen? Wir machen einen Mehrheitsentscheid. Das heißt, wenn wir jetzt klassifizieren wollen, dann fragen wir alle Bäume, die wir so haben, und dann sagen wir einfach, was die Mehrheit entscheidet, das gewinnt. Also ein sehr demokratischer Prozess. Nachdem wir hier aber zufällig splitten, also den Datensatz nach zufälligen Kriterien splitten, vorher shuffeln wäre nicht schlecht, also nochmal durchsortieren, damit wir nicht irgendwie zufällige Sortierungen drin haben, die wir gar nicht wollen, kann es natürlich sein, dass diese Bäume zufällig gut oder zufällig schlecht sind. Und was wir da jetzt machen, ist normalerweise, man behält sich so 20% der Datensätze vor und nimmt diese schlussendlich zum Evaluieren. Das heißt, wir nehmen, wenn wir nochmal zurückgehen, von diesem Datensatz sozusagen 20% lassen wir weg. Zufällige, normalerweise ist der natürlich auch größer, sonst macht ein Random Forest keinen Sinn, aber okay. Wir behalten uns 20% vor, wir splitten dann diese 80%. Zufällig mehrmals in der Gegend herum, generieren so 20, 30, 100 Bäume und machen dann den Mehrheitsentscheid. Und den Mehrheitsentscheid, wir prüfen, wie gut diese Bäume sind oder dieser Wald, den wir jetzt generiert haben, indem wir nur diese 20% zum Überprüfen nehmen. Und dann schauen wir, wie häufig liegt dieser Wald jetzt richtig. Wichtig, diese Datensätze hat die Welt noch nie gesehen, also während dem Training niemals, niemals zuvor. Das sind ganz neue für ihn. Aber wir wissen das Ergebnis schon und wissen so, wie gut ist er, sprich, was haben wir für eine Accuracy, was haben wir für eine Trefferquote. Und dann können wir das Ganze eigentlich so machen, dass wir diese 20% behalten, dann den Datensatz wieder mehrfach zufällig splitten, den Original und einen neuen Wald generieren und wieder schauen, ob dieser Wald jetzt zufällig besser ist beim Evaluierungsdatensatz oder auch nicht. Ja, das ist die Grundidee hinter diesen Random Forests, also nicht einen großen Baum, sondern viele kleine Bäume, dafür einen ganzen Wald davon. Und dann einfach demokratisch entscheiden lassen. Und eine kleine Evaluierung schadet nie. Also viel Spaß beim Ausprobieren.